Freakcasters. Menschen, Geschichten, Leidenschaften. Das heißt, auch wenn wir an Schneckenleberkäse machen oder Schneckengulasch, ja, das klingt jetzt vielleicht sehr witzig und skurril, aber auch das hat eine alte Tradition, denn früher war die Schnecke durchaus ein arme Leute-Essen und man hat definitiv Würste und so weiter mit Schnecken gestreckt. Heute ist das ganz anders. Wer Schnecken isst, gilt als Gourmet. Herzlich willkommen bei Freakcasters, sagt Sandra Knopp. In der heutigen Episode geht es also darum, wie Schnecken schmecken und wie sie zubereitet werden. Mein Kollege Christoph Dirnbacher hat selbst schon diese Delikatesse probiert und sie von der Konsistenz her mit Muscheln verglichen. Schneckenexperte Andreas Gugomuk erinnern sie geschmacklich an Kalbsfleisch. Der ehemalige ITler hat die Wiener Schneckenmanufaktur Gugomuk samt Gartenbar in Wien Favoriten aufgebaut. Zu Beginn des Gesprächs geht es um Wiens Tage als Schneckenmetropole. Naja, den Schneckenmarkt, den gab es am Petersplatz laut Aufzeichnungen von Marktamt eigentlich noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Wien war also wirklich noch 18. bis 19. Jahrhunderts eigentlich die weltweite Schneckenmetropole. Man hat die Schnecken da in den unterschiedlichsten Kategorien verkauft. Das war nämlich eine klassische Fastenspeise und das ist auch die Tradition der Wiener Küche. Die Wiener Küche ist eine sehr fleischlastige Küche, also die ganzen Einflüsse aus Böhmen, aus Ungarn, aus Serbien haben sich da in Wien manifestiert, aber immer tief katholisch. Und die Fastenzeit war ja ziemlich lange, also nicht nur 40 Tage vor Ostern, sondern man hat die ganze Adventzeit gefastet, jeden Mittwoch gefastet, jeden Freitag gefastet und mit der Schnecke eine willkommene Abwechslung auch gefunden. Das heißt, wir haben hier dasselbe Thema wie bei Wassertieren oder auch bei den Maultaschen, wo man das Fleisch in der Teighülle versteckt hat, damit es der Herrgott nicht sieht und somit das Fastengebot ein Stück weit umgehen kann. So auch mit den Schnecken, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Ja, genau. Also so als Herrgottsbescheißerle sind ja auch die Maultaschen. Also man sieht's nicht. Aber vielleicht auch ein bisschen zurück. Die Fastenregeln sind ja dadurch entstanden, um das Lustverhalten zu zögeln und Fleisch wurde halt eine sehr lustfördernde Wirkung nachgesagt. Nur hatten wir uns in den Alpen hauptsächlich auch von Schmalz, das war unser Grundnahrungsmittel, und das war natürlich verboten. Das heißt, es war von Anfang an gar nicht Wollust der Mönche, solche Tiere zu essen, sondern es war lebensnotwendig, ja, um uns überhaupt ernähren zu können, denn der Papst in Rom, der hatte Olivenöl, wir quasi nur Schmalz. Das heißt, das war eigentlich notwendig, die Fastenregeln von Anfang an etwas kreativ auszulegen. Das heißt, wenn man so in den alten Kochbüchern schmökert aus der K&K-Zeit, da gibt es ja noch die Prato, Hess und so weiter, und da sind den Schnecken ganze Kapiteln gewidmet, ja, sehr viele Muscheltiere, Fische, Krebse, bis zum Biber und zum Otter kann man da eigentlich noch im 19. Jahrhundert da ganz tolle Rezepte in der Prato zum Beispiel nachlesen. Und wenn man jetzt zurückgeht auf diese historischen Wurzeln, wie muss ich denn die Schnecken zubereiten, wenn ich sie typisch wienerisch haben will? Die klassische Zubereitungsart ist mit Suppengrün, also die Schnecken werden am Feld eingesammelt. Das ist eine Saisongeschichte. Also die schmecken nicht jedes Jahr gleich gut, sondern die Schnecken werden, also früher im Mittelalter wurden sie als Deckelschnecken verkauft. Graben sich im November in die Erde ein Bild, einen Kalkdeckel, und das sind die auf den Märkten verkauft wurden. Das kann man heute natürlich wirtschaftlich nicht mehr erzeugen. Das heißt, wir lassen sie den Deckel abwerfen, lassen sie paaren. So habe ich dann die nächste Generation schon vorbereitet und dann sammeln wir sie im Juni und maximal noch im Juli ein und dann werden sie verarbeitet. Ja, also wenn ich die Schnecken jetzt im August, September verarbeiten würde, also die einheimische Schnecke, dann hätte man richtig, also da glaubt man, da ist auch Sand drinnen. Da sind nämlich schon die ganzen Kalkkristalle, die sich schon im Muskelfleisch speichern, um einmal im Jahr diesen Deckel zu haben. Das heißt, der aufmerksame Zuhörer hat gerade gelernt, dass Juni Erntezeit ist für die heimischen Schnecken. Für die heimischen, also für die mediterranen Schnecken, auf die wir uns jetzt eigentlich hauptsächlich schon konzentrieren, ist es egal, weil die bildet im Winter keinen Kalkdeckel aus, aber bei der einheimischen die nur im Frühjahr, genau. Wir haben zwei mediterrane und die einheimische und wir machen unterschiedliche Produkte mit den entsprechenden Schnecken. Also die klassische Weinbergschnecke, die bei uns
heimisch ist, das ist der Klassiker auch für die gratinierten Schnecken, das heißt mit Kräuterbutter. Für unsere schönen Antipasti-Ragout-Gerichte verwenden wir die mediterrane, weil die wächst schneller und ist milder im Geschmack und die saugt natürlich den Geschmack dann richtig auch auf. Gibt es einen geschmacklichen Unterschied zwischen diesen beiden Sorten? Also wenn ich dir die Augen verbinde, erkennst du was ist? Ja, auf jeden Fall. Also manche Köche nicht, aber für mich sind da Welten dazwischen. Ja, also ich erkenne das auf jeden Fall. Ich habe bislang nur einmal Schnecken probiert und ich muss sagen, mir hat sehr an Muscheln erinnert. Also ich esse für mein Laptop lang gern Miesmuscheln und das kam schon relativ nahe damals. Ja, von der Konsistenz gebe ich da recht, also das auf jeden Fall. Also ich sage immer, es ist so zwischen Muschel und Tintenfisch. Also das Schneckenfleisch ist kompakter als eine Muschel, aber viel, viel weicher als das von einem Kalamar oder von Tintenfisch. Also ich sage es immer, vom Biss ist dazwischen. Vom Geschmack bin ich aber da eher beim Vergleich Richtung Kalbfleisch mit einer leicht erdig-nussigen Note. Also da würde ich fast eher in die Richtung denken als an Muscheln. Wir haben ja jetzt seit Corona ein neues oder ein schönes Konzept in unserer Gartenbar von Botanical Cocktail, Schnittlauchbrot und Schnecken in unterschiedlichen Varianten, wo man durchaus auch den Eingeschmack rauskennen kann und zum Beispiel Snail and Chips. Ja, das sind die Schnecken altwienerisch mit Kren und Senf und ein Hauch Sardellen mariniert und dann in Teig gezogen und dann, also paniert und dann frittiert mit Chips und da kann man durchaus schon den Kalbgeschmack, also meiner Meinung nach, irgendwie rausschmecken. Aber wie bist du denn selbst zu den Schnecken gekommen? Weil du kommst ja eigentlich aus der IT, hast dann 2008 als Nebenerwerbsbauer begonnen, hast dann quasi 2014 die Schneckenmanufaktur gegründet. Aber was gab bei dir den Ausschlag, dass du dich überhaupt mit den Schnecken auf kulinarischer Basis zu beschäftigen begonnen hast? Ja, na, es war eigentlich im Jahr 2007, genau, ja, jetzt im August, das war sicher ein Augusttag, und haben wir das Rondo durchgelesen vom Standard, das Magazin, am Freitag, und da war eine schöne Geschichte über den Christian Betz von Severin Corti. Da ging es um die Wiener Küche und um Schnecken und beim Christian Betz im Coburg, und da haben wir gedacht, das ist aber lustig, und habe dann ein bisschen recherchiert. Und dann bin ich auch auf das Schneckenkochbuch gestoßen und habe dort aber dann also durch eigene Recherche bin ich dann auf die Wiener Tradition gestoßen, dass es in Wien einen Schneckenmarkt gab, dass es in allen alten Kochbüchern den Schnecken ganze Kapiteln gewidmet sind, dass es Fastenspeise war. Das war für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, ja, mich damit zu beschäftigen, weil Geschichte war immer schon so ein bisschen auch in der Schulzeit einer meiner Lieblingsfächer und so ticken wir noch heute. Also wir studieren alte Kochbücher und versuchen daraus ein schönes Future Food zu machen und haben zum Beispiel das älteste Wiener Rezept, das ist ein kalter Eisalat mit Schnecken und Sardellen. Das ist sicher schon 300-400 Jahre alt, ist auch in der Prato angeführt, aber ich kenne es auch von älterer Literatur her. Und das haben wir zum Beispiel einmal so interpretiert, ein Eisstich rund ausgestochen, eine Ampulle mit einer Altwiener Essigmarinade aufgesaugt, durch die Schnecke durch, in den Eisstich hinein und um die Schnecke noch eine Sardelle gewickelt. Ja, und das ein bisschen modern angerichtet, aber ein Gericht, wie man es geschmacklich auch schon vor 300-400 Jahren gekannt hat. Das heißt im Prinzip alte Rezepte neu interpretiert? Genau. Das heißt, auch wenn wir an Schneckenleberkäse machen oder Schneckengulasch, ja, das klingt jetzt vielleicht sehr witzig und skurril, aber auch das hat eine alte Tradition, denn früher war die Schnecke durchaus ein arme Leuteessen und man hat definitiv Würste und so weiter mit Schnecken gestreckt, ja, also quasi, um es billiger zu machen. Ja. Heute ist genau der Gegenteil der Fall. Es wird vielleicht vom Eiweißgehalt ein Vielfaches höher, denn die Schnecke hat viermal mehr Eiweiß als Rindfleisch. Aber so machen wir einen schönen Schneckenleberkäse auch, der sehr gut auch bei unseren Gästen ankommt. Und wie alt ist die Schnecke, bevor sie sozusagen am Teller landen kann? Ja, das kommt jetzt auch auf die Gattung an. Also unsere klassische Weinbergschnecke braucht mindestens 2 Jahre, bis sie fertig ist. Die mediterrane ist in 4 bis 5 Monaten auch geschlechtsreif und fertig. Also die erkennt man dann, wenn sie am Rand so eine Art Ring ausbilden, dann ist das Haus nämlich auch wirklich sehr hart und fest. Und wenn sie das noch nicht haben, dann ist vorne also wirklich die
die Enden sind noch sehr weich, also weil die Kaltdrüsen, da wird dann immer wieder eine neue Schicht drauf gebaut und so kann man die Schnecken auch nicht verarbeiten. Also auch wenn man jetzt kleine Schnecken benötigt, kann man keine jungen Schnecken essen, sondern verarbeiten kann man eigentlich nur die mit festem Haus und das sind die Geschlechtsreifen und das ist bei den Mediterranen nach 4 Monaten der Fall, nach 5 Monaten bei den Einheimischen muss mindestens ein Winter dazwischen sein. Und jetzt sozusagen rein zubereitungstechnisch, wie macht man das? So wie bei den Hummern, schmeißt man die dann in heißes Wasser oder wie geht man das an, dass aus der Schnecke ein Lebensmittel wird? Ja, wir sind ja da auch Österreichs erster EU-Schlachthof für Schnecken und Schnecken werden per Definition nicht geschlachtet, denn für eine Schlachtung bräuchte es eine Richtlinie und in dieser Schlachtrichtlinie sind die Schnecken nicht angeführt. Das heißt, Schnecken werden im kochenden Wasser abgetötet. Aber auch da ist sie vom ethischen Gesichtspunkt jedem anderen Tier überlegen, denn die Schnecke stirbt im Schlaf quasi, weil die werden eingesammelt und die fallen ganz natürlich in Trockenstarre. Also wenn wir zum Beispiel eine tropische Nacht haben, dann wacht die Schnecke nicht einmal in der Nacht auf. Das heißt, sie entleert den Darm und wartet wieder, bis feucht wird. Da wir hauptsächlich auch mediterrane Schnecken züchten, stellen wir uns zum Beispiel, man sagt ja auch, die besten Schnecken gibt's auf Kreta. Wie oft regnet es in Kreta im Sommer? 2-3 Mal. Ja, was machen die Griechen? Jeder stürmt raus und sammelt Schnecken. Den Rest schlafen sie. Das heißt, spätestens nach einer Woche in Trockenstarre ist sie im Tiefschlaf, die Schnecke. Und dann kann ich sie wirklich monatelang im Keller lagern. Das macht ja gar nichts. Also die ist einfach im Tiefschlaf und in diesem Tiefschlaf wird sie in Sekundenschnelle im kochenden Wasser abgetötet. Und dann aus dem Haus rausgezogen mit der zweizackigen Gabel. Der Eingeweidesack wird alles in Handarbeit weggezwickt. Das Muskelfleisch mit Salz vermengt, abgebraust. Das dient einmal zum Entschleimen. Dann wird das Ganze aufgekocht. Eine Stunde kochen lassen, noch einmal heiß abgebraust und dann mit Weißwein, Lorbeer, Wacholder. Und da sind wir jetzt, da war, glaube ich, auch die Frage, wie man es wienerisch zubereitet. Ja, und das ist die Wiener Rezeptur. Klassisch mit ganz viel Suppengrün, also Petersilwurzeln, Pastinaken, Karotten, gelbe Rüben, Petersilie, Liebstöckel, Lorbeer, Wacholder, ganze Pfefferkörner, ein bisschen Salbe, ganz viel Thymian, wird sie 3 Stunden gekocht, ja, also, und dann ist sie, wenn man es 4 Stunden kocht, ist wahrscheinlich weich jetzt, so wie du gesagt hast, eine Miesmuschel. Wir kochen es gerne 3 Stunden, weil wir sind eben auch ganz stolz auf, dass unsere Schnecken einen Biss haben, weil so können wir uns eben auch sehr von Dosenware unterscheiden, die einfach nur lätschert schmeckt und keinen Konsistenz und keinen Geschmack hat. Also, so dass ich den Leuten recht gebe, das Beste ist die Butter. Das ist bei uns nicht der Fall. Also wir reduzieren den Knoblauch bei unseren Buttermischungen so weit, dass der Eigengeschmack nicht überdünnt wird. Also bei uns kann man, wenn man die Schnecken in den unterschiedlichsten Kräuterbuttervarianten auch kostet, auch noch immer den Eigengeschmack erkennen. Und jetzt Hand aufs Herz, wie ich heute in der Vorbereitung ein bisschen gesurft habe mit meiner Assistentin gemeinsam, war schon ein gewisser Eggy-Faktor da. Das bei ihr, weil ich habe es schon mal probiert. Aber wie bringt man die Wienerinnen und Wiener dazu, Schnecken zu kosten? Oder ja, braucht man ein bisschen Werbung machen und Nein, nein, wir machen eigentlich überhaupt keine Werbung. Also das habe ich noch nie gemacht, sondern in Wien sind wir aber mittlerweile salonfähig. Also die Wiener essen eigentlich schon Schnecken. Also von der Top-Gastronomie bis zum Wirtshaus, bis zum Heurigen findet man schon überall unsere Schnecken. Aber das war ein harter Kampf. Also ich kann mich erinnern, das erste Jahr im Genussfestival im Stadtpark haben die Leute einen Bogen um unseren Stand gemacht. Mittlerweile seit 5-6 Jahren sind die längsten Schlangen beim Genussfestival auch wirklich bei uns. Aber das war ein harter Kampf und es war immer das Gleiche. Also, es ist eine Riesenhürde im Kopf. Also jeder, der schon einmal Schnecken gegessen hat, der ist ein Fan. Es gibt kaum einen, den ich einmal Schnecken probiert habe und der gesagt, danke, dass ich es probiert habe. Jetzt weiß ich, das ist nicht meins. Das ist nicht der Fall. Also deswegen bin ich immer von Anfang an schon sehr, sehr motiviert zu Verkostungen gegangen, weil ich habe gewusst, ich muss es nur schaffen, dass er eine Schnecke isst und dann habe ich ihn. Ja, und so war es auch. Ja. Und das haben wir jetzt 10 Jahre lang gemacht, haben kein Gourmet-Event, keine Weinverkostung ausgelassen, kein Streetfood-Event, haben selber 2 Foodtrucks in Schneckenform. Die weiteste Ausfahrt war zum Beispiel jetzt Lech am Arlberg, heuer noch vor Corona. Da haben wir mit bei der Gondel-Endstation unsere Schnecken gratiniert und schaffen eigentlich immer neue Schichten von der Schnecke zu überzeugen. Und im Osten kann man schon sagen, oder halt auch in den Skigebieten, wo wir auch viele natürlich im Winter liefern, ist das eigentlich schon ganz okay. Also weil
Natürlich war es am Anfang auch in der Gastronomie schwierig. Die Spitzengastronomie war von Anfang an ein Fan, aber die hatten es ja nur einen Monat auf der Karte. Das heißt, es war vom Ziel immer schon so ein bisschen in das gutbürgerliche Segment zu kommen. Und da war es natürlich auch immer von den Köchen am Anfang der gleiche Satz, Superware, noch nie so gute Schnecken gegessen, aber tut mir leid, ihr habt nicht die Gäste, die Schnecken bestellen. Und ich habe gesagt, die habt ihr, ihr müsst es nur auf die Karte geben, ja, und kommunizieren. Und ihr werdet sehen, dann werden die Leute wegen den Schnecken zu euch kommen, weil sie sonst nirgendwo kriegen. Ja. Und so war es tatsächlich. Und so musste ich halt immer mir von Anfang an irgendetwas einfallen lassen, damit man die Gelegenheit schafft, Schnecken zu essen. Und wir veranstalten seit über 12 Jahren Ende September unser Schneckenfestival. Ja, das Schneckenfestival findet in den Restaurants statt, wo sich eine Woche lang, wo das die Tagesempfehlung ist, die Wochenempfehlung ist. Manche Restaurants haben an diesen Tagen ein ganzes Menü mit der Schnecke, also verschiedene Gerichte. Andere haben es als Tagesempfehlung, andere bauen das in Menü ein und so erreichen wir wieder neue Leute, die ja dieses Angebot dann wahrnehmen und danach zum Schneckenfan werden. Inwiefern hilft dir da deine Erfahrung aus der IT, weil du warst ja doch lange Jahre in verschiedenen Projekten beschäftigt, IT-mäßig, eure Umstellung etc., beim Aufbau zum Beispiel eines Webauftritts oder bei der Etablierung eines Webshops? Kann man ja, da Erfahrungen aus den Vorjahren mitnehmen oder muss man da alles neu lernen? Natürlich, also jetzt zum Schluss, jetzt im Rückblick kann ich schon sagen, alles, was ich gemacht habe, macht durchaus Sinn, weil wenn ich von Kind aus immer das Konzept hätte, den Hof von vornherein zu übernehmen, wäre ich ja nie auf die Schnecken gekommen. Also man muss schon auch in anderen Branchen gewesen sein, um über den Tellerrand hinauszublicken und kreativ zu denken. Aber natürlich habe ich mir das Schwierigste ausgesucht. Also ein Produkt, das als ich angefangen habe, das niemand brauchte, das niemand wollte, wovor die meisten einen gesunden Respekt haben. Aber genau das war, weil zum Beispiel der Unterschied zum Wein. Ja, Wein liebt jeder, aber es gibt verdammt viele Winzer, um da eine Marke aufzubauen, muss man sich extrem anstrengen. Ich bin in der Nische, also entweder du liebst es über alles oder du traust dich einfach nicht zum Probieren, aber ich bin in der Nische. Ja. Haben uns da eigentlich relativ gut zurechtgefunden. Und ja, also wir haben ja seit dem Jahr 2016 auch 7-Gang-Menüs. Und da war ich mir auch nicht sicher, wer um Gottes Willen ist, damals haben wir mit 6 Gängen begonnen, wer isst 6 Gänge Schnecken? Ja? Wir sind seit 2016, also seit 4 Jahren, auf Wochen ausreserviert. Also wir haben das immer nur 2-3 Mal im Monat. Aber wir haben Stammgäste, die noch nie ein Menü ausgelassen haben. Zum Teil kommen sie ja auch aus dem Ausland angereist, ja, um dieses Menü auch zu kosten. Also wirklich hatten schon extra die für uns aus Polen, aus Litauen auch. Und ja, also man muss sich einfach trauen, ja, und dann funktioniert es. Und so wollen wir eigentlich auch, wir machen auch sehr viele Projekte, wir sind auch sehr engagiert in der von der Landwirtschaftskammer gibt es dieses Green Care Programm, wo wir auch Programme haben für Schulen und wir machen so Schule am Bauernhof, ja, und da geht es uns auch darum, die Kinder in Kreislaufwirtschaft oder die Jugendlichen in Kreislaufwirtschaft zu involvieren, Landwirtschaft, artgerechte Nahrung. Und das Programm schaut bei uns so aus, dass sie ziemlich selbstständig durch den ganzen, in Projekten durch den Hof geschickt werden. Also kommt zum Beispiel jetzt eine Tourismusschule aus Salzburg her, ich steige aus dem Bus aus, ich mache eine kurze Begrüßung, 10 Minuten, wer bin ich, was mache ich, was haben Schnecken mit Wien zu tun? Und dann zähle ich durch. 1, 2, 3, 4, Schneckenkönigin. 1, 2, 3, 4, Schneckenkönig. Nummer 1 geht rauf in mein Bistro. Ihr habt die Rezeptur von unserer Original-Schneckenbutter. Ihr habt alle Zutaten. In 20 Minuten habt ihr die Butter nach Rezeptur gemacht. Da habt ihr eine Schüssel. Die Küche ist wieder sauber für die nächste Partie, denn wir haben 4, 5 Gruppen. Und dann überlegt euch 10 Minuten eine Rezeptur, die Welt noch nicht gesehen hat. Und da sind sie kreativ. Da kommen tolle Rezepte raus. Ja. Die anderen machen eine Millionenshow. Also die Schneckenkönigin hat die Karten. Und eine Frage lautet zum Beispiel so, was hat Weinbergschnecke mit Wein zu tun? A. Weinbergschnecken fressen die jungen Triebe von Wein. B. Weinbergschnecken schätzen den gleichen Boden wie Wein. Oder C. Zu Weinbergschnecken trinkt man am besten einen Wein. Oder D. 1720 hat Professor Ignaz von Weinberg die wohlschmeckendsten Schnecken zur Weinbergschnecke gekreuzt. Was meinst du? Das wüsste ich jetzt nicht, aber ich nehme mal an, dass die Schnecken am Weinberg heimisch sind.
ob ich damit richtig liege, wirst du mir gleich sagen. Ja, also haben wir gar keinen Joker gebraucht. Ja, es ist der Boden. Ja, also das hat sie auch nur im deutschsprachigen Raum. Weinbergschnecken schätzen natürlich den gleichen Boden wie Wein. Das ist meistens auf kalkhaltigen Böden. Zum Beispiel unser berühmtester Weinberg da in Wien ist der Nussberg und da kommt wirklich die Mineralik ja noch von den Austernschalen, die man dort noch immer oben findet. Ja. Natürlich braucht die Schnecke auch den Kalk für ihr Haus. Also dort, wo es in der freien Natur ja die Böden eher sauer sind, findet man eigentlich auch keine Schnecken. Wenn ich jetzt so zuhöre, mit verschiedenen Events, mit verschiedenen Strategien sozusagen an das Thema Essen im Allgemeinen und an das Thema Schnecken herangehend, frage ich mich schon, von unserem Namen hergeleitet, muss man ein Freak sein, um so eine Schneckenfarm in Wien zu etablieren? Würdest du dir dieses Prädikat umhängen oder ist das ein Begriff, mit dem du gar nichts anfangen kannst? Na, schon, weil, also wenn ich ein Projekt, also ich war, was war ich in der IT-Branche, ja, also ich war Projektleiter, ich war, habe Testteams geleitet, war zertifizierter Projektleiter und habe alle Disziplinen des Projektmanagements quasi theoretisch und praktisch auch dann ausgeübt gelernt, ja, und habe dann eigentlich mit meiner Schneckenzucht so ziemlich viel alles über den Haufen geworfen, denn wir tun. Ja, also wir tun nicht lange überlegen, was und wieso und wie lange werden wir dafür brauchen, sondern wir starten einfach. Ja, und wir wissen bereits durch unsere Erfahrung, das habe ich schon auch in der IT-Branche gelernt, also ich wurde immer als Experte verkauft. Das war natürlich am Anfang immer ein Riesenstress. Also du bist jetzt der Experte in diesem Bereich. Am Anfang bist du der Schauspieler und bis du irgendwann einmal die Sicherheit bekommst, ja, egal, ich weiß nicht, am Ende des Projekts bin ich der Experte. Ja, aber das muss man aushalten auch mal. Das hat mir schon in der Tipp geholfen, dass ich einfach dran glaube, auch wenn mir jeder das ausreden wollte, weil ich habe gewusst, ja, es wird funktionieren. Es gibt diesen Trend zur Regionalität. Die Leute wollen wissen, was auf den Teller kommt und es geht ja nicht mehr um einen schön angerichteten Teller haben. Jedes Gericht muss eine Geschichte haben. Und das habe ich von Anfang an mitgedacht und den Gastronomen schöne auch Geschichten mitgeliefert über das alte Wien, über artgerechte Nahrung. Wir haben ja da schon mehrere Thinktanks aufgebaut, auch mit anderen Freaks quasi, die in der Insektenbewegung sind. Da ist auch ein tolles Kochbuch entstanden, das Wirk-Kochbuch, oder jetzt ist die Neuauflage, heißt artgerechte Nahrung. Da geht es auch darum, ja, also die Schnecke, also ist von Anfang an auf unseren Speiseplan gewesen. Also es gibt auch der Homo erectus, das steht sogar im Naturhistorischen Museum. Da gibt es ja die Installation auch von der Lucy, also das sind unsere ersten zweibeinigen Vorfahren vor 1 Million Jahren. Und da steht im Naturhistorischen Museum, der aufrechte Gang des Homo erectus ist auf das Suchen in den Ufergebieten von Muscheln und Schnecken zurückzuführen. Ja, und die sind auch sehr reich an den Schilddrüsenhormon T3 und das war dann schlussendlich auch Turbo für unsere Evolution. Das heißt, die Kaltblütler haben ein tolles Entwicklungshormon und das macht sie auch natürlich auch jetzt in unseren Zeiten wieder sehr interessant. Also einerseits ist sie ein Future Food, weil ich eben ganz wenig Ressourcen brauche wie für Säugetiere. Ich brauche nur einen Bruchteil an Wasser, an Futtermitteln, an Land, um hochwertiges Protein zu erzeugen. Es ist ethischer, weil die Schnecke stirbt im Schlaf und in Sekundenschnelle, ohne Transport und so weiter. Und eben auch vom gesundheitlichen Faktor. Ja. Also Freak, ja, aber man muss sich auch mit anderen Freaks vernetzen, um Erfolg zu haben, höre ich heraus. Ja, na, und man muss sich einfach trauen und weitermachen. Natürlich gab es von Anfang an immer Zweifel. Ich habe nur die Spitzengastronomie beliefert. Das war immer anstrengend, weil die haben nicht nachbestellt, sondern das war immer nur ein Monat dort, dann ein Monat dort. Also das ist natürlich, wenn du davon leben möchtest, viel zu wenig. Ja. Und dann, aber dadurch und so echte Innovation kommt ja immer nur aus Notlagen. Ja, also bin überzeugt, dass jetzt gerade die Corona-Krise auch ganz neue Konzepte, das führt vielleicht dann eh auch gleich zum Zukunftshof. Also es wird mehr in Richtung Kooperation, Genossenschaft und so weiter gehen, dass man einfach wieder kooperiert, ja, und die Stärken bündelt und gemeinsam auftreten. Also das ist jetzt ein Trend, der sich auch über alle Branchen hinweg durchzieht. Also man im Energiesektor, also Leute von Windrädern und Photovoltaik, sogar Programmierer schließen sich zu Genossenschaften zusammen. Man kann nicht überall der Experte sein, ja. Und wir im Zukunftshof haben uns auch da eigentlich mit den Wiener Food-Pionieren da umgeben. Das ist unser Nachbarhof, der hätte abgerissen werden sollen. Das ist der ehemalige Hascherhof. Da konnten wir den Abriss verhindern, haben dann auch eine Ausschreibung initiiert und die dann Gott sei Dank auch gewonnen.
Und wir wollen an diesem Hof zeigen, wie Landwirtschaft oder Stadtlandwirtschaft im dritten Jahrtausend funktionieren kann. Pilze, die kann ich in der Stadt erzeugen, ja, da ist Hut und Stiel dabei. Fische von Aquaponikanlagen, da ist Blühn dabei, das sind unsere größten Aquaponiker im 22. Bezirk. Die Katharina Unger, die ist eh weltweit bekannt mit ihren Insekten, Mehlwürmern, dann Andi Pollen aus Vorarlberg mit Heuschrecken. Das Ganze ergänzt durch eine Brauerei, eine Bäckerei, eine soziale Tischlerei. Jeder Betrieb soll von anderen profitieren. Aber das ist sozusagen ein, wenn man so will, Haus für verschiedene Betriebe unter einem Dach. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also man könnte sagen, das ist so eine Art, also das ist, also jetzt wenn ich das Gebäude von außen beschreibe, das ist wirklich ein Architekturjuwel aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, wie man damals Gutshöfe gebaut hat. Und es wurde keine Bausünde begangen. Also normalerweise hätte man in den 80er Jahren alles abgerissen, Mehrzweckhalle oder dann irgendwie einen Vollwärmeschutz draufgeklatscht, und das war eben nicht der Fall. Und das macht dieses Gebäude so wertvoll. Aber auf der anderen Seite, das, was wir vorhaben, das ist eigentlich so vom juristischen oder vom betrieblichen eine Art Betriebshof. Zum Beispiel ein Einkaufszentrum. Ja, da hat ja nicht auch jeder Betrieb eigene Sanitäranlagen, sondern das wird ja auch schon. Da gibt es in der Mitte irgendwo, wo die Mitarbeiter duschen und so weiter haben. Und das ist bei uns auch so dann der Fall. Das heißt, das ist so eine Art Gewerbehof. Aber mit dem Schwerpunkt Landwirtschaft. Und da eben Landwirte, die wirklich zukünftig auch in der Stadt selbst produzieren können. Uns ist klar, dass wir nicht da jetzt den klassischen Ackerbau betreiben werden können in der Stadt, aber durchaus Vertical Farming betreiben können. Ja, also in Neubaugebieten wollen wir die Architektur so beeinflussen, dass die Dächer, die Vertikale, die Erdgeschosszone für die Landwirtschaft genutzt wird. Und das ist auch unser Bestreben hier als Bottom-up-Bewegung, ein Sprachrohr der Bevölkerung zu geben, um wirklich mit der Stadt auch zu verhandeln, und dass wir hier sagen, wir brauchen frühes Grün. Da geht es darum, dass man jetzt in diesen zukünftigen Stadtentwicklungsgebieten frühzeitig Flächen für die Landwirtschaft reserviert, weil normalerweise wird alles weggeschoben, es wird gebaut, verdichtet, und dann wird 5 cm Erde drauf, Wiese drauf, und das ist dann das Abstandsgrün. Ja, das ist aber natürlich für die Landwirtschaft tot. Ja, da kann man nichts mehr machen. Und unser Bestreben ist, dass in zukünftigen Entwicklungsgebieten 20% für Landwirtschaft reserviert ist, so dass jeder Bauträger dann gezwungen ist, von der Widmung her, sich Gedanken zu machen, wie schafft er das? Ja, mache ich es am Dach? Mache ich es in meiner Erdgeschosszone? Und wir denken natürlich da auch philosophisch in die Zukunft. Eine Gesellschaft in 20 Jahren ist eine andere, die wir jetzt kennen. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, denn die Wirtschaft wird nicht mehr so sein, wie sie jetzt ist, aber auf der anderen Seite möchte natürlich, die Wirtschaft muss weitergehen, das heißt, wie kann konsumiert werden, nur wie schaffen wir jetzt die Gesellschaft jetzt schon darauf vorzubereiten. Ja, und unser Thema ist, wir wollen eine Generation von mündigen Stadtproduzenten. Das heißt, wenn es die klassischen Jobs, Arbeitsverhältnisse nicht mehr gibt, wollen wir sie zu kleinen Produzenten, kleinen selbstständigen Produzenten machen, wo sich alles um das Thema Essen geht. Weil Essen müssen wir immer, ja. Also von der Urproduktion über die Verarbeitung, über Logistik, und das zum Beispiel in meinem Gebiet rund um Rot-Neusiedl, das ist das größte Entwicklungsgebiet der nächsten Jahrzehnte in Wien. Und da ist man noch ganz am Anfang. Also da gibt es noch gar keine Widmung, und das ist jetzt genau die heiße Phase, wo wir als Zivilgesellschaft da massiv mitplanen möchten. Also wirklich versuchen, partizipativ hier auch eine gescheite Rolle zu kriegen, dass wir diese Konzepte mitentwickeln können. Ja, wie kann eine Gesellschaft der Zukunft funktionieren, wo wir in den Widmung jetzt schon definiert haben, es muss Landwirtschaft geben. Das heißt, wir wollen die Menschen eigentlich dort verpflegen, wo sie auch zu Hause sind. Die Menschen leben ja immer mehr in Städten. Auch da digitale Revolution vorausgedacht. Und hier auch da habe ich jetzt aber, muss ich jetzt einmal nach einer Atempause suchen, kurz, um eine Frage einzubauen, weil mich würde beim Wirtschaften schon noch interessieren, du bist Vollerwerbsbauer, hast ein Team aus 3 bis 4 Leuten, wenn ich das der Homepage richtig entnommen habe. Ja, momentan mit der Gartenbau haben wir mehr. Ja, also jetzt haben wir schon, also mit den Studenten und Praktikanten sind wir jetzt ungefähr 14 herum, ja. Wir haben auch ein paar geringfügig, also alle in Summe sind momentan 14, das ist in den Sommermonaten so, und dann ab Herbst wieder weniger. Aber du lebst sozusagen von den Schnecken im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Ja, genau.
Wie waren da die ersten Jahre ökonomisch betrachtet? Ist das etwas, das ein bisschen gedauert hat, bis das in Schwung kam, oder ist das vom Anfang an durchaus Ja, na, natürlich. Also ein ich habe das nur alleine betrieben. Also nur mit familiärer Unterstützung habe ich das sicher bis ins Jahr 2015. Also ich habe das 2 Jahre im Nebenerwerb alleine gemacht und dann 5 weitere Jahre nur allein. Und dann erst mit dem Gewerbebetrieb, Küchenchef, Assistentin und so weiter alles aufgebaut. Ja, also im Gegensatz zu einem IT-Startup war unser ja, Wachstum sehr, sehr langsam, aber beständig. So wie die Schnecke ja auch manchmal den Ruf hat, langsam zu sein, nicht? Genau. Das war's für heute. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram und Twitter folgen würdet. Übernächste Woche begeben wir uns übrigens mit dem Schriftsteller Günter Zeuner auf eine historische Verbrecherjagd durch Wien. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra Knopp.